Moin, liebe Leute, hier sind wir wieder mit Düstere Plauschichten, der Podcast für Mythisches, Magisches und Mysteriöses. Ich bin Meister S und sitze hier mit Lazy Luke. Wir haben wieder zwei Themen ausgegraben, auf die wir Lust hatten. Und nachdem ich letzte Woche schon im Fach Chemie deletiert habe, geht das jetzt noch viel schlimmer weiter in den Bereich Physik rein. Und zwar möchte ich heute ein bisschen sprechen über Nikola Tesla. Und zwar nicht einfach so, sondern im Zusammenhang mit den Ideen, die man oft unter dem Label freie Energie oder auch Nullpunktenergie verbreitet findet, vor allem im Internet. Diese Ideen sind, das ist jetzt ganz gut für mich, weil die sind selber physikalisch nicht so wirklich konsistent. Das heißt, da muss ich mir jetzt auch nicht so große Mühe geben, das korrekt physikalisch gesehen korrekt wiederzugeben. Diese Ideen bedienen sich einer tatsächlichen physikalischen Tatsache, und zwar der, dass im Vakuum Energie vorhanden ist. Die sogenannte Nullpunktenergie. Nochmal, ich kann das natürlich, ich habe mir das angelesen, ich kann das nicht hundertprozentig. Ich stöhne jetzt schon, ich kann es halt nicht wirklich hundertprozentig erklären, natürlich, wieso das so ist, aber der Physiker sagt einem, das ist so, deswegen glauben wir das jetzt mal. Okay. Im Vakuum gibt es eine Energie und das ist Nullpunktenergie, das bedeutet, das ist eine Energie, die tiefer nicht gehen kann. Also das ist sozusagen das Level an Energie, unter dem man nicht weiter drunter kommt. Und das wird später noch wichtig. Das ist jetzt sozusagen erstmal das, was Fakt ist. Diese besagten freie Energietheorien haben die Idee, dass es doch super wäre, wenn man sich diese Energie, die da existiert, nutzbar machen könnte. Und oft wird das dann so dargestellt, dass das eine mehr oder weniger unerschöpfliche und billig anzuzapfende Energiequelle wäre, mit der man sämtliche Energieprobleme lösen kann. Und das ist ja erstmal, an so einer Idee ist ja auch erstmal nichts auszusetzen. Oft geht das einher, und so bin ich auch damit sozusagen konfrontiert worden, mit weitergehenden Verschwörungstheorien, nämlich die Frage, die dann ja leicht aufkommt, ist, okay, wenn das so ist, wenn man diese Energiequelle haben kann und umsonst Energie mehr oder weniger produzieren kann in unglaublichen Mengen, warum machen wir das dann nicht? Und die Antworten, die da dann kommen, gehen oft so in die Richtung, naja, das wurde entdeckt in der Vergangenheit und dann mit Absicht sozusagen von Vertretern der Industrie, die Interesse daran haben, vor allem der Ölindustrie, die Interesse daran haben, fossile Brennstoffe eben weiterhin wichtig zu behalten, damit sie damit Geld verdienen können. Und die sorgen sozusagen dafür, dass dieses Wissen unterdrückt wird und das Ganze nicht genutzt werden kann. Oft geht das auch Hand in Hand mit so Bereichen der UFO-Mythologie, sage ich mal, denn dann bringt man das zusammen mit, naja, und das ist ja vielleicht auch die Energie, die UFOs antreibt. Und das kann man dann wiederum verbinden mit der Mythologie um Roswell herum. Mhm. Da geht es dann sozusagen in die Richtung, dass gesagt wird, spätestens seit Roswell haben wir eigentlich diese Technologie, und das wird dann sozusagen von der amerikanischen Regierung, die den Roswell-UFO-Crash heimlich gemanagt hat, eben von denen unter Verschluss gehalten. Also es sind verschiedene Varianten, die alle so in die Richtung gehen. Aus irgendwelchen Gründen gibt es dieses Wissen zwar eigentlich, aber es wird eben unterdrückt. Eine Variante, die erstmal ohne Roswell auskommt, ist dann aber eine, die eben Bezug nimmt auf Nikola Tesla. Und zwar insofern, als das gesagt wird, Nikola Tesla sei einer gewesen, der diese Energie und ihre Nutzbarmachung auch schon entdeckt hätte und dann nach seinem Tod das Ganze unterdrückt worden ist. Und dafür gibt es tatsächlich, oder es gibt Geschehnisse nach seinem Tod, die in dieses Bild gut reinpassen auf den ersten Blick. Und zwar ist es so, dass seine ganzen Unterlagen und Manuskripte und dergleichen nach seinem Tod vom FBI, beziehungsweise von dem Unterbereich des FBI, dessen Namen ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, den ich aber gerade nicht wiederfinde. Vielleicht finde ich ihn später wieder, dann nenne ich ihn natürlich. Diese ganzen Unterlagen von ihm konfisziert worden sind. Und das stimmt auch, also das ist korrekt. Nach seinem Tod, er ist 1943 in New York gestorben, hat man genau das gemacht. Er hat in einem Hotel gewohnt, wie das so seine Angewohnheit war seit einigen Jahren oder Jahrzehnten zu dem Zeitpunkt schon.
Da hatte er einen Safe, da waren auch Sachen drin, den hat man auch aufgemacht. Also man hat wirklich relativ gründlich seinen Kram da abgeräumt, sage ich mal, seitens der amerikanischen Regierungsvertreter. Musste er die Stromrechnung nicht bezahlen, wenn er im Hotel gewohnt hat, das war sein Grund. Bei ihm hat man ja den Eindruck, dass Rechnung nicht zu bezahlen immer viel mit seiner Motivation, irgendwelche Dinge zu tun hat. Oder nicht immer, aber häufiger mal. Also er hatte ja in den letzten Jahren doch einige Geldprobleme. Aber das ist ein anderes Thema. Gleichzeitig, das ist jetzt dieser eine Fakt, der so in Richtung Verschwörungstheorie deutet. Und das ist auch, wie gesagt, ein Fakt. Das andere ist, Nikola Tesla hat sich ja auch geäußert natürlich zum Thema Energie und auch Energiegewinnung und hat zum Beispiel auf einer Pressekonferenz 1933 gesagt, so ein bisschen mysteriös, er hätte mehr oder weniger die Energieversorgung der Zukunft abgesichert durch eine neue Idee, die er hat oder eine neue Entdeckung, die er hat. Ganz neue Energie, New Energy ist da, glaube ich, auch ein Stichwort, was gerne fällt. Und naja, wenn man also da mit dieser Idee da rangeht, okay, es gibt eine ganz billige, saubere und jederzeit zugängliche Energiegewinnungsmethode und die wird verheimlicht, dann hat man mit diesen zwei Punkten natürlich schon mal einen guten Ansatzpunkt bei Tesla. Ja, was passiert jetzt, wenn man sich das genauer anguckt? Ich habe mir die Mühe gemacht, ein bisschen Aktenkram herauszusuchen, und zwar einerseits ein Patent aus dem Jahre 1901, das Tesla sozusagen angemeldet hat in den USA, auf das immer wieder verwiesen wird. Ich habe mir diesen besagten Zeitungsartikel angeguckt, der von dieser Pressekonferenz berichtet, um herauszufinden, was genau er da jetzt unter Energie versteht. Und ich habe mir die inzwischen verfügbaren FBI-Akten zu dem Vorgang oder zu den Vorgängen nach seinem Tod angeschaut, um zu gucken, was ist da eigentlich genau passiert. Und da Das muss. heißt, die haben jetzt deine Daten. Du musst es dann deine Daten Nee. angeben. Gott sei Dank nicht. Ich habe das von theblackvault.com. Eine ganz interessante und wichtige Seite. Da ist ein Amerikaner namens John Greenwald, der seit inzwischen, glaube ich, über 20 Jahren sozusagen die US FOIA, Freedom of Information Act Behörde, bombardiert mit Anfragen zu allen möglichen Themen, und zwar vielen so Grenzthemen, und sich wirklich Mühe macht, Unterlagen irgendwie zusammenzusammeln, die in diese Bereiche gehen und die dann auch zum Teil detaillierter analysiert und da auch sehr sachlich und gut ist. Also das ist wirklich jemand, der in diesem Fringe-Bereich, sage ich mal, zwar aktiv ist, aber das auf reeller und solider Basis betreibt sozusagen dieses Geschäft, im Gegensatz zu vielen anderen. Ist natürlich sehr mühsam. Der hat inzwischen auf seiner Webseite, glaube ich, über 6000 Aktenstücke. Nee, über 6000 solcher positiven Requests, also Datensätze. Das sind je nachdem, was das für eine Anfrage ist und je nachdem, was dann dabei rauskommt. Es kann ja auch nicht alles ausgegeben werden. Es gibt auch Sachen, die sind classified und die können dann nicht gegeben werden und solche Sachen. Aber das kann dann mal ein Dokument von einer Seite sein, es kann aber auch 60 Seiten sein. Also es ist wirklich eine Menge Material. Insgesamt hat er über 9000 entsprechende Anfragen gestellt. Also der gibt sich wirklich Mühe, da die Behörden im Gang zu halten. So, der hat auf jeden Fall auch diese FBI-Akten zu Tesla angefragt und jeder kann sich die auf der Webseite angucken, kostenlos. Ja, vielleicht fangen wir mit den FBI-Akten dann auch an. Wenn man sich die anschaut, fällt auf, dass der Kontext, in dem überhaupt das FBI da tätig geworden ist, zu sein scheint, dass sich ein vermeintlicher Neffe von Tesla gemeldet hat aus Europa. Und dieser Neffe stand seitens sozusagen der Intelligence in den USA unter dem Verdacht, womöglich, denken wir reden hier über die 40er Jahre, 1940er Jahre, mit den Achsenmächten sozusagen in irgendeiner Verbindung zu stehen. Und man hatte also sozusagen Spionageverdacht da im Sinne. Der hat sich nämlich auch versucht, um ja, Teslas Inhalte sozusagen zu bemühen. Und gerade in den letzten Jahren, oder in den letzten, ja, sagen wir mal 2 Jahrzehnten, hat Tesla sich auch Ideen, die irgendwie kriegsrelevant sein könnten, überlegt. Zum Beispiel hat er behauptet, er hätte einen
ja, eine Waffe, einen elektromagnetischen Strahl, der wurde in der Presse immer Death Beam oder Death Ray genannt, mit dem man ganze Flotten auf einmal vernichten könnte und solche Sachen. Seine Überlegungen zum kabellosen Energietransfer und natürlich auch Funktechnologie, dazu hat er ja auch den Anschluss gegeben. Das sind natürlich alles Dinge, die militärisch sehr relevant sein können. Und so ging für mich aus den Akten hervor, dass man eigentlich gar nicht so mit konkretem Anlass, aber so auf Verdacht sich überlegt hat, ah, okay, wir wissen jetzt nicht, was bei dem womöglich noch alles schlummert und jetzt kommt aus Europa in dieser Kriegssituation irgendjemand, der sich darum bemüht und wir wissen nicht so genau, wie der einzuordnen ist. Das müssen wir unterbinden. Und um das zu tun, haben sie dann eben diese Akten konfisziert und dann auch eine Aufstellung, findet man in diesen FBI-Akten auch darüber, was das für Papiere sind. Und so kurze Zusammenfassung. Und die habe ich mir dann auch angeguckt. Und unter Exhibit M mit der Überschrift The Power of the Future, das ist schon vom Wording her, geht das so in die Richtung auch von dieser Pressekonferenz. Ich habe jetzt nicht den Text dann selber angeguckt, sondern aus diesem FBI-Bericht die Zusammenfassung, was da drin gestanden hat. Und da erwähnt Tesla oder spricht Tesla tatsächlich über verschiedene Technologien für die Energiegewinnung der Zukunft. Aber finden wir da freie Energie oder Nullpunktenergie oder dergleichen? Nee, nicht wirklich. Er spricht von Planetenstrahlung. Heute würde man sagen, interessant. Solarenergie ist natürlich, fällt auch darunter. Er spricht von Windenergie, Wasserenergie, Tidenenergie. Also ich weiß jetzt nicht, wie das nochmal unterschieden ist. Also Wasserkraftwerke. Stimmt. Man hat ja Wasserkraftwerke sowohl bei Staudämmen und da kommt man ohne Tide aus und dann gibt es natürlich auch noch tatsächlich Gezeitenkraftwerke. Ja. Und Nutzbarmachung von Energie aus Blitzen. Das ist, glaube ich, was heutzutage nicht wirklich gemacht wird. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht ja auch doch. Also, nicht zu sehen irgendwie von Raumenergie oder Nullpunktenergie oder freie Energie, wie auch immer man das dann am Ende unseriöserweise, so wie es aussieht, nennen möchte oder genannt hat. Aber zumindest interessant ist dann, das geht ja auch oder greift dann vielleicht auch diese Verschwörungstheorien auf, dass dann gesagt wurde, dass das Elektroauto an sich hätte schon in den 40er, 50er Jahren auch schon so irgendwie seine heutige Stellung sozusagen haben können und das wurde dann auch unterbunden von denen, ja, die sozusagen das motorbetriebene und ölbetriebene Benzin. Da bin ich jetzt nicht ganz so firm, aber das Einzige, also diese spezielle Theorie kenne ich jetzt nicht, aber geht wahrscheinlich auch in diesen Bereich rein. Also ich habe auch YouTube-Videos gesehen von der Überschrift her, habe ich jetzt nicht gesehen, dieses spezielle Video nicht angeguckt, aber von der Überschrift her war da sozusagen die Frage, hat Tesla schon das Elektroauto gehabt? Also wird wahrscheinlich ungefähr in die Richtung gehen. Das passt natürlich alles zusammen und ich bin mal ganz ehrlich, komplett unvorstellbar ist das natürlich auch nicht, dass Innovationen eine Zeit lang unterdrückt werden, um von Leuten, die irgendwie in der Position sind, das zu bewerkstelligen oder dass sie es zumindest versuchen zu bewerkstelligen und dann womöglich auch erfolgreich sind. Also das ist nichts, was ich per se ablehnen würde, aber in diesem speziellen Fall mit der Nullpunktenergie würde ich es halt ablehnen, aus dem einfachen Grund, dass wir tatsächlich bei Tesla da gar keine Hinweise finden. Und das Zweite wäre dann die heutige Meinung zu dieser Idee überhaupt der Physiker. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Was wir noch kurz gucken können bei ihm. Dieses Patent von 1901. Das läuft unter dem Namen Apparatus for the Utilization of Radiant Energy. Und das verrät eigentlich auch schon eine Menge. Ne? Da steht es ja schon im Titel eigentlich drin. Radiant Energy. Also das ist eins dieser Patente, auf das immer verwiesen wird. Von den Nullpunkt-Anhängern, sage ich mal. Und dieses Patent habe ich mir, wie gesagt, auch angeguckt. Und wenn man sich das anschaut und dann, ich bin kein Physiker und ich brauche dann, um das zu interpretieren, natürlich auch so ein bisschen Hilfe und habe auch mir dann Texte zu diesem Patent angeguckt. Aber im Großen und Ganzen geht daraus hervor, dass es letzten Endes ein Apparat, der auch tatsächlich funktioniert hat,
der aber genau das gemacht hat, was da steht, nämlich Radiant Energy sozusagen gewonnen, was wir hier schon unter Planetenenergie aus diesen Notizen in den FBI-Akten hatten. Also eigentlich war das eine Photovoltaik, eine einfache Photovoltaikanlage. Also Nutzung von Sonnenenergie. Und ich meine, das finde ich jetzt für 1901 auch schon super überraschend. Hatte ich jetzt im Vorfeld nicht gedacht, dass es da schon Überlegungen dazu gegeben hat, die dann auch noch zumindest irgendwie im Kleinen funktioniert hätten. Ja, aber eben, es hat nichts mit Nullpunktenergie zu tun. Und ich weiß nicht, ich glaube, diese Anknüpfung in diese Nullpunktenergie bei Tesla, das Einzige, was man da hat, ist tatsächlich dann am Ende, dass er eben sehr viel über Energie und Energiegewinnung gesprochen hat und gerade in den letzten Jahren dann mitunter auch immer so ein bisschen nebulös, was vielleicht auch einfach damit zusammengehangen hat, dass du natürlich deine technischen Fortschritte auch nicht unbedingt immer gleich verraten willst. Er hat ja in der Vergangenheit damit auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel seine Funktechnologie von dem Italiener, wie hieß er noch, Marconi, glaube ich, mehr oder weniger gerippt worden ist, wenn man so will. Also nicht rechtzeitig seine Patente angemeldet oder woran hat es letztendlich gelegen? Doch, er hatte, soweit ich weiß, hatte er die Patente. Also eigentlich war das mehr oder weniger illegal von diesem Marconi, der allerdings auch, glaube ich, so technisch gesehen zu dem Zeitpunkt in England angesiedelt war. Also ist vielleicht auch dann nicht zugreifbar gewesen, vom rechtlichen her, weiß ich nicht genau. Also diese Patentstreitigkeiten, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Aber es hat ein späteres Gerichtsurteil gegeben, da war Tesla dann schon tot, was sozusagen rückwirkend gesagt hat, dass Marconis Patente, die er dann angemeldet hat, eigentlich, ich weiß nicht, ob alle, aber zumindest zu einem gewissen Teil, eigentlich nur Kopien von Teslas waren und nicht mehr, ja, wie sagt man dann, aufgehoben wurden in den USA. Also der hat tatsächlich offensichtlich einzelne Elemente von Tesla einfach missbräuchlicher Art und Weise für sich selber benutzt und beansprucht. Ja, also am Ende bleibt leider nicht so viel über, außer dass es wohl tatsächlich so gewesen ist, das denke ich mal ist fair to say, dass Tesla meinte, eine Idee zu haben, wie für die Zukunft Energie gewonnen werden kann, die deutlich über den Möglichkeiten der Zeit gelegen haben und vielleicht seiner Meinung nach sozusagen das Energieproblem, was damals ja noch gar nicht so in dieser krassen Form wie heute existiert hat, zu lösen. Aber was er dann damit konkret meinte, kann man eigentlich nicht sagen, wissen wir nicht. Und die Hinweise, die wir haben, deuten eigentlich in Dinge, die eben nicht Nullpunktenergie sind, sondern sowas wie Sonnenenergie und die anderen genannten Energiequellen. Ich habe als Lazy Luke natürlich vorbereitungstechnisch kein Aktenstudium betrieben, sondern habe mir zum Beispiel die humoristische Aufarbeitung der Edison-Tesla-Fehde angeschaut. Falls das jemand von den Zuhörern kennt, Funny or Die ist der Kanal dazu. Und das geht ja auch in die Richtung, man weiß nicht, inwieweit es ist letztendlich nur auf wirtschaftlichen Interessen beruhend, auf Lobbyismus, dass solche Sachen unterbunden wurden. Gibt es dann auch vielleicht sogar eine persönliche Konkurrenz, wie das so der Kern dieser Aufarbeitung ist ja, stimmt ja, dass es da eine zumindest mal eine gesunde Konkurrenz gab, wenn man es so, und vielleicht eben eine ungesunde, ja, vielleicht willst du doch. Vielleicht musst du den Stromkrieg nochmal kurz erklären. Den Stromkrieg, ja, es ging nur um, wie dort im Video beschrieben, die Alternating Currents, also den Wechselstrom und den Gleichstrom. Ja, und das letztendlich, wie bei anderen Formaten, wenn wir jetzt an, keine Ahnung, es gibt früher gab es bei DVD-Formaten oder dann Videorekorder. Eins muss sich durchsetzen und eins wird angenommen von der Industrie und dann werden vielleicht auch unlautbare Mittel eingesetzt. So habe ich da so, ist mein Halbwissen zu dieser Konkurrenz. Und wer war dagegen, der berühmte Gegenspieler? Von Tesla jetzt? Ja. Edison, hatte ich ja schon gesagt. Achso, Entschuldigung, ja, habe ich schon genau. Kurz gesagt, ja. Und er hat wirklich ja auch so schmutzige Mittel angewendet. Ne? Ich habe ein ganz furchtbares Video gesehen. Der hat mit, oder Mitarbeiter von ihm haben dann Videos produziert, um zu beweisen, sozusagen, wie gefährlich der Wechselstrom ist. Dabei ist es, glaube ich, in der Realität genau andersrum, dass eigentlich der Gleichstrom viel gefährlicher ist. Aber ja, die haben Videos produziert, um das zu beweisen. Und da haben sie sozusagen mit Strom Tiere dann umgebracht.
Und ich habe ein Video gesehen, wie sie einen Elefanten sozusagen damit umgebracht haben. Furchtbar anzuschauen. Das wird in dem Video aber auch so dann mehr oder weniger albern dargestellt, dass es sind noch zwei Hollywood-Schauspieler. Crispin Glover spielt den Edison, Thomas Alva Edison in der Rolle. Den kennt man noch so aus Zurück in die Zukunft. Und der wird dann in dieser Szene auch, wird das sozusagen mit so einem Voice-Over besprochen. Aber er zeigt dann, und er hat sozusagen ein Schaf sich genommen und das vor öffentlicher sozusagen Versammlung dann einmal mit Strom getötet und so, um alles zu zeigen, das ist die Gefahr, die davon ausgeht und unterstützt nicht Tesla, so grob gesagt, ja. Aber das erinnert mich auch wieder, wo ich dann auf diese Edison-Tesla-Konkurrenz gekommen bin, dass das schon, du hast ja gesagt, die physikalischen Kenntnisse muss man dazu auch immer noch haben, idealerweise. Und da ist dann, denke ich an meinen Physikunterricht zurück, und da hatten wir auch einen so, wie er im Buche stand, so einen skurrilen, nerdigen Lehrer, der tatsächlich damals schon diese Thematik, weit bevor jetzt das Tesla, die Firma Tesla so bekannt geworden ist, immer gesagt hat, ja, es gab auch andere Motoren, Wankelmotor hat sich auch nicht durchgesetzt und damals der Elektromotor wurde auch nur unterdrückt und so, und das hatte ich auch noch in Erinnerung, dass er gesagt hat, dass es letztendlich Mühe ausmacht, was in der Geschichte sozusagen die Hinwendung zu einer Technik, zu einem Format dann ausmacht. Und der hat sich da immer sehr für interessiert und gesagt, dass das alles im Grunde genommen verlorene Forschung war. Auch, ja, das kommt mir jetzt auch so vor zu Sonnenenergie und dass das alles schon da war. Und der fuhr selber ein Elektroauto, ein kleines. Oh, damals schon. Was sozusagen irgendwie von den Stadtwerken gesponsert war. Und es war ein ganz einfaches, rudimentäres, da wurde auch so ein bisschen belächelt für. Das hatte nichts von dem heutigen Tesla Model M, von dem, das war eher das Gegenteil. Eine Karikatur. das passte so irgendwie zu dem skurrilen Charakter. Und man hat ihn dann auf jeden Fall wissenschaftlich sozusagen vom Know-how her ernst genommen. Aber in Erinnerung ist er trotzdem wie ein Simpsons-Charakter, für mich, der Professor Frink oder so, der da so ein bisschen in seiner Frickelbude Sachen austestet. Aber das, und der Kern des Ganzen ist, ja, dass das alles vorhanden war und die Sonnenenergie, die Photovoltaikanlagen, dass das irgendwie verspätet jetzt erst nutzbar gemacht wird, wo es irgendwie mehr Druck gibt oder wie auch immer. Ich glaube, es hat auch viel mit der Entwicklung der Batterien einfach zu tun, also der Speichermöglichkeiten. Ja gut, das ist natürlich auch das Weiterentwickeln. Aber ich kenne mich nie aus. Und eigentlich interessant in der Richtung ist natürlich dann auch noch das Thema wasserstoffbetriebenes Auto. Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben, klingt es immer so, als sei diese ganze Elektroauto-Sache eigentlich eine relative Schnapsidee, gar nicht, in vielerlei Hinsicht gar nicht so günstig. Und die eigentlich viel erfolgsversprechendere Technologie zur Lösung unserer Probleme wäre eigentlich Wasserstoff. Und das ist aber irgendwie nicht mehr schick. Da gibt es ja halt keinen Elon Musk, der da... Ja, genau. Es muss einen prominenten Fürsprecher geben. Und ja. Naja. Hydrauliksysteme, also solche Sachen als Alternativen, das hatte der Lehrer auch immer so angebracht. Und dann vielleicht in Kombination mit so einem Hybrid, was ja auch in der Zwischenphase zwischen jetzt so Übergang zu Elektroautos auch genutzt wurde, Hybridautos mit Wasserstoff. Und dann hatte wahrscheinlich auch wieder die Öffentlichkeit zu sehr Angst, dass das ja, man verbindet Wasserstoff mit etwas Explosivem und dann geht mein Auto sofort in die Luft und so. Das war, glaube ich, immer so die Reaktion der Medien, die dann zuerst hätte ich, glaube ich, nach den vielen Videos von explodierenden Handys, hätte ich, glaube ich, eher Angst vor den Akkus in meinem Tesla. Naja, vielleicht noch kurz abschließend. Die rein physikalische Sicht auf diese Idee mit der Nullpunktenergie ist sehr ablehnend. Und jetzt wird es wirklich so, dass ich nur noch versuche, das halbwegs korrekt wiederzugeben und da eigentlich selber nicht wirklich ein Verständnis für habe. Die Nullpunktenergie zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie am Nullpunkt ist. Das heißt, man kann nicht weiter runter. Es gibt also keine Energiedifferenz entstehen. Und deswegen kann diese Energie auch keine Arbeit leisten. Das heißt, Harald Lesch hat die Analogie, ja, daran wendet man sich als Laie natürlich, wenn man gar keine Ahnung hat, die Analogie, ein See auf im Gebirge versus ein See auf Null-Level, Meeresspiegel-Level,
Aus dem Gewölbe kann ich das Wasser runterlaufen lassen und Turbinen betreiben und Energie gewinnen. Aber wenn das Wasser eben schon am Nullpunkt ist, wird es sich nicht bewegen. Dann ist trotzdem Energie im Wasser da, aber es wird sich nicht bewegen und eben keine Arbeit verrichten. Und entsprechend ist es zwar da, aber nicht nutzbar. Und das ist sozusagen der Einwand gegen diese ganzen Nullpunktsenergie-Ideen, dass gesagt wird, ja, die Energie ist da, aber eben schon am Nullpunkt da. Das heißt, Energiedifferenz herzustellen, gar nicht möglich, kann also auch keine Arbeit stattfinden, kann also nicht genutzt werden in unserem Sinne für irgendetwas. Das ist sozusagen die offizielle Meinung dazu, dass das eigentlich Unsinn ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch Leute, die da trotzdem sich mit beschäftigen und zwar dann nicht nur irgendwelche Hobby-Experten, sage ich mal, sondern auch tatsächliche Ingenieure. Ein prominentes Beispiel wäre Hal Puthoff. Der ist eigentlich ist er gar nicht so ein gutes Beispiel. Der ist unter anderem bekannt dafür geworden, dass er fürs CIA die Untersuchung von Uri Geller mitgemacht hat. Ah, okay. Und da hat Uri Geller es, so wie es aussieht, geschafft, ihn und seine Kollegen doch ein bisschen hinters Licht zu führen, was wahrscheinlich einfach daran liegt, dass sie eben zwar Wissenschaftler sind, aber nicht unbedingt trainiert darauf, ein Zauberkünstler selber wäre wahrscheinlich geeigneter gewesen, Uri Geller zu untersuchen als sie. Und sie sind da wahrscheinlich so ein bisschen drauf reingefallen. Also Hal Puthoff hat schon immer so ein bisschen mit dubiosen Sachen auch zu tun gehabt, aber nichtsdestotrotz, er ist ein Ingenieur und er hat schon grundsätzlich Ahnung von der Physik. Und er ist jetzt nur ein Beispiel. Also es gibt Leute, die auch Hintergrundwissen haben, die trotzdem irgendwie der Meinung sind, ja, okay, eigentlich geht es nicht, ist uns bewusst, aber also mein Eindruck ist so, wäre aber doch wirklich cool, wenn es doch irgendwie gehen würde. Also gucken wir, ob wir es nicht vielleicht doch irgendwie rausfrickeln können. Und da muss ich sagen, dem wird dann natürlich immer so mit Belächelung sozusagen seitens der Mainstream-Wissenschaft dann begegnet. Das finde ich eigentlich ein bisschen unfair. Also, weil solange es nicht so ist, und das gibt es auch, dass irgendwer sich hinstellt und sagt, hier, ich habe ein Gerät auf Basis dieser Technologie erfunden, kauf es bitte. Und das Gerät besteht aber keine Tests und kann das auch einfach nicht. Und dann bewegen wir uns im Feld Betrug. Das ist natürlich Ja. abzulehnen. Aber solange es einfach nur darum geht zu sagen, ja, uns ist bewusst, dass das eigentlich nicht gehen kann, aber ich bin aus irgendeinem Grund der Meinung, dass man es vielleicht doch hinbekommen könnte, deswegen forsche ich daran jetzt, das ist ja eigentlich was Begrüßenswertes, Ja finde klar, ich. der erste Antrieb dafür, da an die Grenzen des Unvorstellbaren zu gehen, das hat ja die Wissenschaft immer irgendwie vorangetrieben. Das kann man ja nicht Eben, also ersehen. Ja. es wäre nicht schwer, Beispiele zu finden von Technologien, wo vorher die Mainstream-Welt gesagt hätte, das ist Zeitverschwendung, sich damit zu beschäftigen, das wird niemals funktionieren. Unter anderem übrigens Das Rad, das rollt der nicht. Wechselstrom von Tesla Okay, ja. wäre ein Beispiel. Also einer der ersten Professoren von Tesla an der Karls-Universität, glaube ich noch, hat gesagt, das ist da Unfug, das ist unmöglich, dass das funktioniert. Und naja, also das finde ich grundsätzlich dann also doch interessant und begrüßenswert, wenn man es halt auf einer irgendwie seriösen und fachgebundenen Ebene macht. Dieser ganze Betrugskram ist natürlich absolut abzulehnen. Aber das einfach komplett aus dem, einfach zu sagen, das ist jetzt und für immer unmöglich, das finde ich auch wieder ein bisschen schwierig. Es wird ja niemand gezwungen, sich dann damit zu beschäftigen. Und wenn jemand, der die Ahnung hat, den professionellen Hintergrund hat, sich damit beschäftigen möchte, und es irgendwie schafft, das zu finanzieren, sage ich mal. Ja, dann weiß ich nicht, dann sollte man der Person da mit dem normalen Respekt begegnen, der Wissenschaft sozusagen gebührt, finde ich. Ja, so viel zu Nikola Tesla. Also die Verbindung nochmal war bei mir sozusagen über Verschwörungstheorien, die so aus dem UFO-Bereich kamen. Und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden und fand das eigentlich ganz interessant, weil es sich eben bis heute auch hinzieht. Aber das ist ja nicht nur, wenn man über diesen Bereich da reinkommt, sondern ich habe auch den Eindruck, dass es in der Geschichtsschreibung an sich, dass Tesla, wie gesagt, ja, ein skurriler Charakter auf eine Art gewesen sein muss. Und das alleine, wenn man jetzt zum Beispiel man denkt an Filme hier zum Beispiel The Prestige, wo er auch als so ein mysteriöser, dubioser Charakter dargestellt wird, von David Bowie gespielt. Und das ist so ein bisschen, das ist also der Düstere. Und dann ist als Gegensatz auch wieder Edison ist ja immer eher der Nüchterne, der klare Wissenschaftler. Und dieses Bild befördert das natürlich auch, dann auch diesen mysteriösen Charakter und diese, ja, Nähe zu.
vermeintliche Verschwörungstheorie. Da sprichst du auch was an, was ich noch vergessen habe. Und das spielt da sicherlich auch eine Rolle, dass sich diese Verschwörungstheorien so mit ihm verknüpft haben. Er hat ja selber auch tatsächlich Dinge gesagt, die zu der Zeit und bis auch heute noch wahrscheinlich als höchst merkwürdig gelten würden. Unter anderem nämlich, dass er der Meinung war, er könnte eventuell mit Außerirdischen Kontakt gehabt haben. Er hat ja in Colorado so ein riesiges Labor nochmal gebaut, um eben die Möglichkeiten zu untersuchen, durch die Atmosphäre ohne Kabel Energie zu übertragen. Und meint dort planetare Wellen sozusagen empfangen zu haben. Also heute geht man davon aus, das ist sozusagen die wird die Hintergrundstrahlung, die uns ja sozusagen ständig berieselt aus von überall gewesen sein, oder Pulsarstrahlung. Und das konnte er, also es konnte sein Gerät theoretisch tatsächlich irgendwie damit interagieren. Und er hat eben gedacht, okay, wir könnten gerade an der Schwelle dazu stehen, mit anderen Planeten zu kommunizieren. Und das ist dann natürlich, wenn man eh schon so aus der UFO-Ecke kommt, ja, und da auf Verschwörungstheorien steht und sich das alles so zusammenschustert. Und nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, ich habe ja in meinem Wohnzimmer ein großes I want to believe Poster hängen und ich liebe die Thematik und finde das Phänomen interessant und wichtig und möchte auch, dass sich damit auseinandergesetzt wird, aber man muss halt irgendwie auch dabei auf dem Boden des irgendwie Wahrscheinlichen bleiben. Also das war ist jetzt kein Diss gegen Leute, die sich für das Thema UFOs interessieren. Mhm. Im Gegenteil, da gehöre ich zu. Aber ein Diss dagegen ist so komplett ausarten zu lassen und gar nicht mehr faktenbasiert zu sein. Aber da bietet sich dann sowas natürlich an, denn das funktioniert alles nach dem Prinzip Assoziation. Und dann reicht es schon, wenn Tesla einmal das Wort Außerirdische sozusagen in den Mund genommen hat. Und schon hat man, oh, das ist doch was, da wird doch was unter den Teppich gekehrt womöglich und so weiter und so fort. Also man hat immer, so ein Anknüpfungspunkt reicht dann, wenn man so wild assoziativ unterwegs ist, um wieder 1000 vermeintliche Möglichkeiten aufzuschlagen. Und ja, genau wie du gesagt hast, sein doch sehr exzentrischer Charakter. Ich habe eine Anekdote gelesen, als er gerade mal viel Geld hatte, hat er sich irgendwie seine Lederkrawatten und Handschuhe jede Woche ausgetauscht, also einfach gekauft und nach einer Woche tragen, neu. Und solche Sachen, er hatte ja auch diverse Phobien und hat jeden Tag irgendwie nur 2-3 Stunden geschlafen. Also er war schon... Viel geschafft dann. Also. Er hat viel geschafft. das definitiv. Aber er war auf jeden Fall eine polarisierende, schillernde Persönlichkeit, wie man sozusagen sagen würde. Ja. Okay. Was hast du denn Schönes mitgebracht? Ja, wie schon angekündigt, bin ich da nicht so top vorbereitet wie du, aber ich kann mal wieder ein bisschen was aus dem Ärmel schütteln. Sack, ey. Das ist ja diesmal der Klassiker, finde ich, unter den mysteriösen Geschichten. Gutes altes Monster aus Loch Ness. Auch Nessie genannt im Volksmund. Gute alte Nessie. Ja, und als Einstieg dazu, wenn man da selbst war, wie ich vor ein paar Jahren, der feine dann Herr, hat man sozusagen einen Eindruck selber gewonnen und ist allein deswegen schon motiviert, sich mit der Thematik zu beschäftigen, weil dieser See an sich erstmal schon beeindruckend ist, wenn man da vor Ort ist, weil man kennt das ja, weiß ich, aus anderen Darstellungen und Filmen oder wo das aufgegriffen wird. Und dann sieht man ihn sozusagen echt vor Ort. Und das ist ein, ich habe mir die Daten hier aufgeschrieben, ein 37 Kilometer langer See und 230 Meter am tiefsten Punkt. Das ist sehr langgezogen, also ist sehr, sehr schmal, aber dann hat eine unheimliche Länge, finde ich. 37 Kilometer und damit ist er auch so von dem Volumen her der größte See der britischen Inseln. Ja, und zur Einordnung noch weiter, er hat eine Verbindung natürlich zur Nordsee, beziehungsweise ist in diesen Kaledonischen Kanal eingebettet zwischen Atlantik und Nordsee. Geht es also einmal durch, wenn man sich das vorstellt, die Spitze Schottlands, ja. Wie ist das dann nochmal, also die Verbindung nach Osten rüber, zur Nordsee sozusagen, die ist natürlich, ne? Oder? Ist das auch schon Kanal? Ist das künstlich? Ja, der wurde angelegt im 19. Jahrhundert. In beide also, Richtungen? Ja, also das einmal so durch, okay. Ich weiß nicht, ob es... Ich dachte, die eine Richtung wäre
Natürlich, also das. Es gibt natürlich immer beim Kanal dann sozusagen natürliche Anknüpfungspunkte. Ich weiß jetzt nicht, ich bin mit der Geografie nicht so bewandert, dass ich jetzt sagen könnte, da und da sind Okay. die Ansatzpunkte, aber Ja, sein kann im es. Prinzip, wenn man das jetzt die Einbettung dieses Sees sich so anschaut, dann ist es halt über den ja, künstlich angelegten Kanal. Da kann natürlich ein Zufluss schon gewesen sein. Es war ursprünglich natürlich vor zigtausend Jahren, vor der Eiszeit, war das sozusagen eine Verbindung komplett da, und das ist dann als Gletscher, ja, hat sich dann so verändert, dass es dann abgeschlossen war. Genau, und damit man halt das nicht einmal darum, um die Isle of Skye und so weiter, hat man dann irgendwann den Kanal angelegt, wie das anderswo auch gemacht wird. Ja, und das ist an sich dann bis auf die Größe vielleicht dann doch ein relativ unspektakulärer See, was sozusagen den Inhalt angeht. Denn da haben wir ja eigentlich normale Fischarten, Lachse, Aale, Hechte und so weiter. Aber da wollen wir ja den Übergang schaffen in die Kryptozoologie. Und das ist ja auch immer ein Lieblingsthema von dir. Oh ja. Denn an was erinnert dich Nessie am ehesten jetzt von diesen aufgezählten Fischarten? Also nur die Fischarten darf ich sagen. Was hast du nochmal Ja, aufgezählt? oder sonst. Lachse, Aale, Hechte, Forellen. Okay, dann wahrscheinlich am ehesten. Kannst ja auch andere Fischarten überlegen. Naja, die sind ja alle relativ klein, ne? Also Ja. man würde jetzt am ehesten an Stör wahrscheinlich noch denken, den Ja, es da ja auch das ist gibt. schon ein guter Und die Punkt, können ja. ziemlich groß werden. Genau, die kann tatsächlich ja auch über 3 Meter werden, und das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt, das zu vergleichen. Also ein Aal ist auf jeden Fall für mich irgendwie schwer in Verbindung zu bringen mit dem, was man sich unter Nessie vorstellt. Ja, aber Obwohl so ein Aal wäre halt warum? auch schon wieder für sich genommen, was ziemlich cool ist. Ja, aber wo kommt dann das Bild her? Deswegen sage ich Stichwort Kryptozoologie, wie man auch bei Yeti, und da hat man sofort ein Bild vor Augen. Was ist denn dein Nessie-Bild? Also wodurch denkst du, ist das entstanden? Wodurch ist das geprägt worden? Das ist ja die Frage, die man beantworten. Wahrscheinlich das berühmte Foto von 1933. Da ist aber jemand vorbereitet, ja. Aber genau, und dieses Bild erinnert, darauf wollte ich eigentlich hinaus, eher so an Dinosaurier, also Stichwort Plesiosaurier. Das ist sozusagen der, wenn man jetzt, braucht man nur Jurassic Park gesehen zu haben, um dann sozusagen die Langhälse, die dort als, was weiß ich, Brachiosaurus und so rumlaufen, das als Seevariante mit Flossen. So sieht ein Plesiosaurier aus, also ein Langhals. Und genau, das ist sozusagen das Bild, was man im Kopf hat und was auch bei Simpsons, bei South Park, sonst wo auftaucht, wenn da Nessie Definitiv. gezeigt wird, so als Plesiosaurier. Genau. Und um dann mal mit dem chronologischen Abriss zu beginnen, wenn du schon sagst 33, 34, da würde ich dann direkt einsteigen, okay? Vorher noch vielleicht, interessanterweise, dieses Bild hat sich ja inzwischen auch auf andere vermeintliche Seeungeheuer ausgeweitet. Es gibt ja noch andere Seen, auch in Nordamerika, Kanada, wo man das behauptet. Und die werden dann in der Regel auch so dargestellt, lustigerweise. Ja. Nur als Neben. Okay. Also 33, 34 hast du gesagt, aber man hat schon erste Sichtungen sozusagen oder Beschreibungen. Das geht zurück bis ins 6. Jahrhundert nach Christi Geburt, dass da ein irischer Mönch sozusagen ein Ungeheuer aus dem Wasser kommend beschreibt, und das dann irgendwie auf magische Art und Weise sich auch wieder zurückgezogen hat, ohne dass da irgendwelche weiteren Vorfälle gab. Und das zieht sich dann auch so durch. Es gibt nochmal Ende 19. Jahrhundert auch Beschreibungen, und dann, ja, das bekannteste Bild ist das Surgeon's Photograph, heißt das, weil es nämlich nach einem Chirurg benannt wurde, der das geschossen haben soll. Und das wurde dann Jahre später erst, 1975, so als Hoax, also als Fake, enttarnt. Und das ursprünglich von einem, den Namen fand ich sehr gut, einem Marmaduke Wetherell. Der Schöner ist auch ein, britischer Name. ja, also das war auch ein Schauspieler und in anderer Sphären aktiv, deswegen könnte das natürlich auch ein Künstlername sein. Ja, und der hat ursprünglich dieses Foto gemacht, und zwar aus Rache, weil er nämlich vorher ja von der Zeitschrift, ich glaube, das war die, na, wie hieß das? In britische Zeitung, Daily Mail oder so, ich weiß jetzt nicht mehr. Wurde er geschickt dorthin, um da mal das zu untersuchen, weil er auch in Afrika war und dann sich irgendwie mit großen Tieren auskannte. Und deswegen hat er dann da Nachforschung betrieben, hat auch Fußspuren gefunden, und die hat er dann eingesendet. Und das ging dann so weit, dass es ins Naturhistorische Museum und so weiter wurde es untersucht in London, und da hat man herausgefunden, dass das einfach nur Nilpferdabdrücke sind.
Und zwar hatte er dann aus seiner Reisen aus Afrika so eine Form mit, sodass er diese Nilfeldspuren quasi an den ja, ans Ufer da rein selber reingedrückt hatte. Und ja, dann hat er als Rache daraufhin sozusagen mit einem Freund, eben diesem Chirurgen, besprochen, dass der doch mal namentlich dafür, ne, mit mehr Credibility, weil er war ja schon von der ganzen Nation sozusagen ausgelacht worden, dass er dann dafür steht als ja, eine Autorität, der man das jetzt glaubt. Der hat was fotografiert, dieses berühmte Bild. Das ist halt einfach so dieser kleine Kopf. Und ja, wie gesagt, Plesiosaurus, anders kann man das nicht besser beschreiben. Ja, und genau, und dann wurde das aber wieder von dieser Daily Mail aufgegriffen und dann halt bis 1975 so auch nicht aufgelöst, dass es eigentlich ursprünglich eine Racheaktion war, dass er das lanciert hatte. Und mit dem kleinen, was war das genau, ein kleiner ein Spielzeug. U-Boot, worauf er dann so einen Dinosaurierkopf aus Plastik angebracht hatte und das hat er dann fotografiert, ja. Genau, das ist so dieses bekannteste Bild. Und dann geht es in den 50er Jahren weiter, dass man dann natürlich dann Sonar einsetzt, um davon sich Erkenntnisse zu erhoffen. Und bis 2013 hier noch ein bekanntes Video. Da sind wir also jetzt schon in der Generation YouTube, was so verdächtige Wellenbewegungen zeigt. Und das endet dann wirklich bei Sachen wie Google Street View, dass man da verschiedene Punkte ausmacht und das diskutiert wird, das sieht das so aus und dann ja, stellt sich wieder raus, dass es irgendwie ein Schiff, Schatten und sonstige normale, natürliche Sachen, die dahinter stehen. Genau. Ja. Und da sieht man schon, das ist immer so die neue Technik, wenn dann Fotografien günstiger werden, auftauchen, wenn jetzt Sonar möglich ist mit U-Booten nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es übers Internet leichter ist, Videomaterial zu verbreiten, dann gibt es immer so einen kleinen, wieder so eine kleine, ein kleines Peak sozusagen an Sichtungen oder zumindest was dann verbreitet wird und dann auch darauf als Reaktion auch immer kleine Expeditionen, dann wieder Wissenschaftler, die dann versuchen, das zu untersuchen und sich genau mit dem einzelnen vermeintlichen Beweis dann auseinandersetzen. Ja. Soweit dazu. Und die Gründe, wenn man das jetzt auch ja, aus nüchterner Forschersicht sich anguckt, dann kann man natürlich verschiedene Sachen aufmachen. Wir haben jetzt mal hier ein paar zusammengefasst. Das ist natürlich einmal die psychologische Komponente, dass man, wenn man schon mit der Erwartungshaltung daran geht, nachdem die ersten Sichtungen waren, da gibt es dann auch hatte ich mir einmal eine Doku angeguckt, Experimente, das dann wird im Loch Ness das Ganze vorbereitet, dann in anderen Seen und wie die Leute darauf reagieren. Und da zeigt sich dann, dass sie halt bei Loch Ness alle sofort in Hysterie ausbrechen und bei anderen immer sagen, ja, okay, das ist einfach nur ein komischer alter Stock und so. Und das sozusagen ja, die Erwartungshaltung dann eine ganz große Rolle spielt. Ja, dann kann man natürlich auch immer unterstellen, dass auch da wirtschaftliche Interessen, dass meinetwegen der Tourismus da irgendwie schon stark profitiert, weil wenn man sich das vor Ort anguckt, da gibt es rundherum auch kleine Museen und natürlich ja allgemein, was da so an Ramsch verkauft wird, das bezieht sich natürlich dann auch alles darauf. Und es kann natürlich auch der gute alte Scherze, Prank sein, dass man das irgendwie jemand anderen verarschen möchte oder wie das da war, den Journalisten verarschen möchte, sodass das einfach der Hintergrund des Ganzen ist. Genau, und wenn man dann sich die verschiedenen, die bekanntesten Bilder anguckt, dann komme ich wieder zurück auf die Fischarten. Das wird dann oft gesagt, dass der Stör ist so für die es keine andere Erklärung gibt, dann die vermeintlich beste Erklärung ist. Wie gesagt, der kann über 3 Meter lang werden und man kann auch andere große Fischarten noch wie Wels. Oder es kann auch mal eine Robbe durch den Zugang da reinkommen. Die können das sozusagen alle, je nach Belichtung und je nach Schattierung und so weiter, können die ein schönes Foto im Nessie-Stil ergeben. Ja, und eine ganz interessante Sache noch, die ich so vorher auch nicht, von der ich nicht so wusste, dass die Strömung da ganz entscheidend sein kann. Und zwar ist das so, dass in so einem großen, geschlossenen Gewässer es dann zu einer, ja, interessanten Strömungsbewegungen kommen kann durch verschiedene ja, temperierte Wasserschichten und dass sich dann so ein Austausch ergibt und dann ja eigentlich untypisch aussehende Wellenformationen.
ergeben, was dann auch wieder so wie langhalsig aussehen kann. Und auch, ja, wenn er jetzt so ein langes Stück Holz oder was da so rumtreibt, das kann gegen den Strom oder gegen die Windrichtung schwimmen, mit dem Strom unten rum. So. Also es wird sozusagen getrieben und sieht dann aus, nicht wie was Treibendes, sondern ist wie was aktiv sich Bewegendes, weil es eben gegen die, von oben gesehen, gegen die Windrichtung sich ja, bewegt. Und das ist, vermeide ich dann immer die, wie gesagt, es ist in Kombination mit Stör oder dieser Wasserströmung, das sind immer so die zufriedenstellendsten Ansätze, die dann die Forscher da haben. Ja. Was sind denn die Ansätze, die die Gegenseite, sage ich jetzt mal, ins Spiel bringt? Also nehmen wir mal an, da wäre irgendwas. Was haben sich die Leute denn dazu überlegt? Das ist ja auch mal so ein bisschen interessant. Also ich muss dazu sagen, hier bei auch hier wieder muss ich sagen, insgesamt bin ich leider eher auf der Oh. Seite der Enttäuschung. Skeptiker, der Enttäuschten. Aber was wären denn die Ideen sozusagen? Nehmen wir mal an. Schadet ja soweit auch keinem, ne? Es macht einfach Spaß. Es ist einfach gut, wer sich dafür interessiert, wer dann in die Ja, Tourismusfalle aber tappt, aber da muss ich inwiefern reingrätschen. Schade, kein macht Spaß, das ist natürlich wahr. bei Aber für Netflix jemanden wie komplett. mich, der sich mit solchen. Ich will mich damit nicht beschäftigen, weil es Spaß Das macht, zerstört ja sondern. die glaubhaftig Ja, den eben. Bigfoot, ne? Wenn's der muss auch da Das ist leiden, der eben der Bigfoot. Punkt. Wenn sich Leute mit sowas beschäftigen, dann doch bitte ohne Spaß. Weil sonst gehen die mir mit ihrem Scheißinformationen Leute, ihr sozusagen auf die seid Nerven und verschwenden die Meister S. Zeit derjenigen Personen, die Okay. sich damit ernsthaft auseinandersetzen wollen. Okay. Jetzt ist in diesem Fall natürlich so, dass doch inzwischen sehr deutlich klar ist, dass da wirklich nicht wirklich was dran sein kann. Und Ja. insofern ist der Punkt erreicht, an dem man auch ruhig mit Spaß weitermachen kann. Aber grundsätzlich Ihr bin habt ich da das ein Go, ihr habt die bisschen. Freigabe von Meister S. Ihr könnt jetzt doch mit Spaß Ja, an bei Bigfoot. Nessie von mir aus schon. Aber grundsätzlich finde ich das gar nicht so. Aber lass die Pfoten von Bigfoot, der soll. Da muss man Oder noch gucken. Da muss man noch gucken. kannst du schon so ein kleines Sneak Preview geben, was so deine Highlights der Kryptozoologie sind, die du nicht auf einer Stufe mit Nessie siehst? So aus ad hoc kannst du das so aus dem Gedächtnis. Nee, lieber nicht. Aber ich habe mir gerade schon die ganze Zeit überlegt, dass ich am Ende der Sendung noch sagen wollte, dass wir vielleicht nächstes Mal, wir haben jetzt ja bisher eigentlich nur Sachen behandelt, die wirklich mehr oder weniger die Grenze zu ist, kann auch irgendwie sein, schon Ja. überschritten haben in negativer Weise. Vielleicht sollten wir uns zunächst mal dezidiert Sachen raussuchen, wo das noch nicht der Fall ist. Also Okay. wo man noch sagen muss, das ist noch offen. Da Ja. kann man sich noch nicht abschließend negativ oder positiv äußern, sozusagen. Vielleicht auch sowas, was gar nicht abschließend geklärt werden kann. Das ist doch Ja, das noch ist ja auch gesehen. ein bisschen langweilig. Also kann man natürlich auch mal machen, aber Aber es. für diesen Zweck mal ein bisschen positiver sozusagen zu sein, wäre Ja. das ja wieder langweilig, weil das wäre so also ein bisschen billig. Nee, von daher sage ich lieber erstmal noch nichts zu, weil ich mir dann vielleicht sozusagen zukünftige Themen schon verbaue, Ja, womöglich. okay. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, was die Gegenseite dann sagt, das ist, wie ich das anfangs erklärt habe, sagen die, dadurch, dass es da mal die Verbindung gab, noch in der, oder sozusagen nach Eiszeit sich dann das geschlossen hat, dass dann Urtümer, alte Dinosaurier, Reptilien dort überlebt haben. Dinosaurier, Reptilien. Dinosaurier Dort überlebt haben. Und ja, dann kommt natürlich gleich die andere Seite, wie dann sagt, ja, müsste aber eine gewisse Population vorhanden sein und so weiter und so fort. Das sind so die Ansätze. Ja, an sich habe ich da nicht so überzeugende Argumente gefunden von der Befürworterseite, dass da noch Ness dass Nessie in Loch Ness rumschwimmt. Ja. Fällt mir jetzt so ad hoc gar nichts weiteres ein, was da. Ja, eigentlich, dass es ja, so irgendwann mal solche Tiere gegeben hat und das ist für die dann schon Berechtigung. Ja. Genau. Ja, was manchmal noch gesagt wird, ist, dass jetzt nicht auf Plesiosaurier bezogen, sondern allgemein, man kann ja auch ein bisschen sozusagen niedrigschwelliger sagen, okay, vielleicht ist es ja einfach nur irgendein Wasser-Meeresbewohner, der nicht so bekannt ist oder der nicht bekannt ist. Und der Ja. könnte dann ja sozusagen über die besagte Kanalverbindung rein und raus schwimmen, sodass nicht unbedingt da Ja. eine Population sein muss, dass der vielleicht nur irgendwie saisonal dahin kommt oder irgendwie solche Dinge. Also das halte ich jetzt auch Aber nicht für wahrscheinlich, aber das wird natürlich auch noch manchmal gesagt. ist das nicht schon der Hauptansatz der Kryptozoologie, dass es einfach noch nicht entdeckt wurde, weil es
sich in Räumen befindet, auf die man als Mensch keinen Zugriff hat oder so. Ja, natürlich, aber das wäre ja bei einem Plesiosaurier dann theoretisch auch der Fall. Genau, ja, wenn man sagt, man sagt ja auch, dass da die Untiefen, also weiß nicht, da gibt es ja auch zig Filme und Literatur zu, wie weit der Ozean erst entdeckt ist oder wie wenig davon entdeckt ist. Und das kann natürlich dafür, das kann ein Argument dafür sein, dass es sozusagen durch den Zugang da immer größere Tiere dann wieder rein und rausschwimmen können. Ja, das könnte ein Erklärungsansatz sein. Es gibt jetzt gerade laufend, ich glaube, die Ergebnisse sollen erst in diesem Jahr herauskommen, eine DNA-Untersuchung des Seematerials, wo man sozusagen die DNA-Spuren finden möchte, die dann abweichen von denen, die man kennt, so, also den bekannten Tieren. Und vielleicht hofft man sich dann dadurch irgendwelche neuen Erkenntnisse. Aber was für DNA-Spuren von was? Wie genau das abläuft, dann, ob man da einfach nur da bräuchte man eine Wasserprobe von Nessie. Ja. Nee, also nicht direkt, einfach nur, was so im Wasser innerhalb rumgeistert. Eines Kubikmeters da sozusagen greifbar ist. Hm, interessant. Ungefähr. Ja. Ich erinnere mich so noch so halb, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber das könnte so 2003 oder so gewesen sein. Und das hat mich auch ein bisschen geprägt. Da müsste ich so ungefähr. Nee, dafür ist das zu spät, dann kann das nicht 2003 gewesen sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war 10 oder so, vielleicht war es Ende der 90er auch. auf jeden Fall wurde eine groß angelegte Suchaktion sozusagen durchgeführt, wo sie wirklich per Sonar versucht haben, und ich glaube, das war so ein bisschen, das war so BBC initiiert, versucht haben, den See systematisch komplett einmal durchzuscannen. Genau. Und ich erinnere mich als Kind, ich habe gedacht, boah, das kam dann, glaube ich, sogar bei Spiegel TV oder sowas, kann ich jetzt mir meine Hand nicht mehr für ins Feuer legen, aber ich erinnere mich noch, wie unglaublich fasziniert ich davon war und wie heiß ich drauf war, darauf zu warten, dass die Sendung zu Ende ist und dann ja wohl hoffentlich zum Schluss kommt, sie haben Nessie gefunden. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, dass ich dann wahrscheinlich schon vorher davon mal gehört hätte. Ja, aber das war einer mit der prägenden Dinge, sage ich mal, oder des Inputs in jungen Jahren, der dazu geführt hat, dass ich mich für solche Themen auch interessiere. Also das und natürlich Akte X. Ja, das ist kein Scherz. Diese Dokumentation habe ich tatsächlich auch gesehen. Das weiß ich noch, dass da, ich habe die Grafik vor Augen, wie das einmal so, See im Profil einmal gezeigt wird. Und einmal hatten sie da so, oder vielleicht war es auch nur so dargestellt, man weiß ja nie, gerade bei so Fernsehserien, wenn dann gar nichts passiert, dann will man vielleicht auch irgendwie künstlich noch durch geschicktes Zusammenschneiden noch versuchen, irgendwie ein Event zu kreieren, der gar nicht so da war, aber zu irgendeinem Zeitpunkt haben sie da irgendwas auf ihrem Radar gehabt, wo sie gesagt haben, oh, was? Das, wir brechen die Doku ab. Nee, das nicht, aber es war auf irgendwas, was nicht so einfach direkt klar war, was das gewesen ist und was auch groß wohl angeblich gewesen ist. Müsste ich mir nochmal angucken. Ein schönes Vorhaben für ein verregnetes Wochenende. Okay, bei der Vermessung des Sees, ja, über Sonar, sind dann auch immer Sonarfehler aufgetaucht, die dann erstmal, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, 230 Meter ist der tiefste Punkt, der auf einmal eine neue Tiefe festgestellt hatten, 250 Meter sogar. Und dann hat sich das wieder als Messfehler dargestellt, weil das irgendwie auf der Grafik, wie auch immer das dann ausgelesen wird, dann nicht korrekt dargestellt war. Also sowas kann natürlich auch immer passieren, dass du selbst mit der Technik dann nicht davor gefeit bist, da irgendwelche skurrilen Ergebnisse mal rauszubekommen. Ja. Und du hast die Doku, oder das hast du auch damals sozusagen, ich meine, mehr oder weniger Zeit gesehen, oder vielleicht habe ich das auch in Schottland, vielleicht wurde es doch da gezeigt, weil ich war in so einem kleinen Ausstellungscenter sozusagen, was da in der Nähe war. Ja, ich kann sein, dass ich das da auch gesehen habe. Aber es ist mir auf jeden Fall irgendwie, es ist mir vor Augen sozusagen. Ja. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Sind wir durch für heute. Vielleicht, wie gesagt, überlegen wir uns mal für nächstes Mal Themen, wo wir nicht so negativ sein müssen, was das Endergebnis angeht. Bei dir ist das wahrscheinlich unmöglich. Nicht so desillusionierend. Ja, ich versuche das zu beherzigen, diesen Ansatz, und dann schauen wir mal, was draus wird. Wobei, ich muss überlegen, ob mein Eindruck überhaupt richtig ist. Gut, Bob Lazar, das war ja von mir sozusagen definitiv mehr oder weniger definitives Nee. Ja. Was haben wir letztes Mal gemacht, Alter? Truman Show Delusion? Da stellt sich die Frage nicht. Schlafparalyse stellt sich die Frage auch nicht. Was haben wir denn? Was habe ich denn letztes Mal gemacht? Gott. Tja. Weißt du das noch? So viel zu
Ja, du hast Timothy Leary. Ach ja, genau, da stellt sich die Frage auch nicht. Okay, dann ist das ja jetzt alles gar nicht so schlimm. Dann haben wir jetzt ja erst zwei Sachen sozusagen, die so, naja, gut, drei Sachen. Heute zwei und Bob Lazar. Aber es gibt auch viele Sachen tatsächlich, die noch in der Schwebe sind. Da kümmern wir uns in der Zukunft drum und ich würde sagen, bis dahin reingehauen. Ja, wenn unsere Hörerschaft einen Zusatz noch, bevor wir... War ich hier schon Abmoderation? Ja. wenn unsere Hörer da eigene Wünsche haben, wir überlegen uns mal, wie man uns kontaktieren kann. Sollten wir die beiden mal fragen, ne? Machen wir. Ja. Die beiden Hörer, okay. Jawohl, halt, nee. Wir sind jetzt gerade beim Technischen. YouTube-Channel. Es gibt einen YouTube-Channel und wir haben uns ja dagegen entschieden, diesen Blog zu machen zur Sendung. Aber so Informationen, Links zu Dokumenten zum Beispiel, wie das, die heute angesprochen, Patente oder FBI-Akten und dergleichen und vor allem auch Fehlerkorrektur. Beim Hören und fertig machen fällt einem dann immer auf, dass man doch im Eifer des Gefechts hier und da Sachen falsch oder nicht ganz korrekt gesagt hat. Das kommt in die Videobeschreibung einfach. Und das kann man dann, können wir bei YouTube in die Videobeschreibung machen. So, dann brauchen wir keinen Blog extra, dann haben wir es einfach bei YouTube mit drin. Das ist eine gute Idee. Haben wir einfach hier ad hoc live geklärt. Ad hoc direkt gemacht, super. Da, jetzt kannst du abmoderieren. Okay, dann schönen Tag noch, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Adios.